Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem etwas ungewohnten Hintergrund, denn ich stehe heute in meinem Schlafzimmer, weil mein Freund schon da ist und ich dieses Video aber jetzt heute noch drehen möchte. Und zwar habe ich heute wieder ein Try-On-Haul mit Sachen von Shein für euch. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das bestellt habe. Ich glaube schon vor ein paar Monaten. Ja, also Mitte Dezember ist es ungefähr angekommen. Und ich dachte mir aber, ich möchte dennoch ein Try-On-Haul noch für euch machen, weil das wollte ich eigentlich sowieso machen, aber dann habe ich es irgendwie vergessen und ja, jetzt ist es da. Dann machen wir es mal kurz und knackig. Ich habe das erste Teil oder die ersten beiden Teile schon an. Und zwar einmal dieses Shirt hier. Das ist so ein bisschen oversized, sitzt sehr locker. Mein Lieblingsshirt eigentlich sogar, weil ich auch einfach das Motiv super schön finde. Von hinten ist es nochmal schwarz und der Stoff ist halt mega angenehm und ja, ein perfektes T-Shirt zum Wohlfühlen. Gekostet hat es 8,99 €. Ach ja, ich werde versuchen, euch auch alle Teile unten in der Beschreibung zu verlinken. Ja, also guckt einfach mal unten in die Infobox, falls ihr euch für irgendeinen Teil davon interessiert. Das zweite Teil ist diese wunderschöne Jeanshose. Mega bequem. Bei Jeans war ich ja immer so ein bisschen pessimistisch, gerade bei Shein. Ich habe einmal Schuhe bei Shein bestellt und ja, von drei Paaren, die ich alle in einer Größe bestellt habe, hat ein Paar gepasst. Und dieses Paar war nach einem Tag tragen sehr, sehr unbequem und hat mir sehr große Schmerzen verursacht. Deswegen war ich auch bei Hosen immer so ein bisschen, sollen wir es probieren oder nicht. Ich war halt, sind immer nur Oberteile bestellt. Aber diese Hose ist wirklich super bequem. Die ist nicht zu steif, schön elastisch und wirklich sitzt einfach perfekt. Als ich die Hose Mitte Dezember dann bekommen habe, hat sie noch wirklich perfekt gepasst. Jetzt ist sie schon ein bisschen locker und zu groß, was aber vielleicht daran liegt, dass ich seitdem ungefähr 4 Kilo verloren habe. 3 bis 4 Kilo. Ja, genau. Aber sie ist immer noch sau bequem und ich trage die eigentlich so gut wie fast jeden Tag. Ist auch ein bisschen high-waisted. Also perfekt für mich, wenn man ein bisschen Bauch verstecken möchte. Und diese Hose hat zu dem Zeitpunkt, als ich sie bestellt habe, 18 € gekostet. Machen wir mit einem bzw. zwei Teilen weiter, was ich auch schon anhabe. Und zwar Bralettes. Das war ein Set. Da gab es einmal diesen schwarzen hier, den ich wirklich ziemlich hübsch finde, der auch super passt. Und der kam zusammen mit diesem hier. Also quasi einmal so in Altrosa. Die Farbe finde ich auch mega schön, passt auch super gut zu meinen Haaren. Und halt in Schwarz. Dieses Set hat 8 € gekostet, also quasi einer für 4 €. Dann habe ich einmal dieses Shirt hier bestellt in meiner Lieblingsfarbe, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Das ist auch, ja, cropped und super bequem. Es ist zwar relativ hoch ausgeschnitten, aber da das so ein Ripstoff ist, ist es halt wirklich mega bequem. Es ist super elastisch und auch an den Ärmeln überhaupt nicht einengt. Und das Shirt hat 4,99 € gekostet. So, dann habe ich mir noch ein Crop Top bestellt, was ich schon Ewigkeiten haben wollte. Ich habe das auch bei mega vielen anderen gesehen, die da bei Shein bestellt haben. Und ich finde einfach diese Farben so cool. Das sieht so retro-glitch-mäßig aus. Super cool. Und auch die Träger sind halt schön dünn. Und genau das mag ich bei solchen Tops. Ist auch wieder Ripstoff, so ähnlich. Mega bequem und hat zum Zeitpunkt der Bestellung 4 € gekostet. Dann habe ich mir auch noch ein bisschen Schmuck bestellt. Und zwar diese Ohrstecker hier. Ich finde die einfach mega süß, hat so ein bisschen was Magisches. Das sind einfach Monde, Halbmonde. Und ja, die sind einfach super süß, haben 3 € gekostet. Und ja, kommen auch mit solchen Steckern hinten, dass alles schön festgehalten wird. Ja. Dann hatte ich ja noch was bestellt, was mein absolutes Highlight ist. Habe ich seitdem auch jeden Tag an und war, glaube ich, so die beste Klamottenbestellung seit 10 Jahren, wo ich mir tatsächlich am Anfang nicht sicher war, ob ich es behalte, weil ich dachte nicht, dass ich zu tussig darin aussehe. Aber jetzt, wo man sich daran gewöhnt hat, ich hatte sowas vorher noch nie an, auch nicht so ähnlich. Ich dachte wirklich, oh Gott, das ist doch voll das Tussending. Aber letzten Endes mein absolutes Lieblingsteil in der Kategorie, und zwar diese Jacke hier. Es ist einfach eine super flauschige Winterjacke, rosa und mega krass flauschig. Sowas Flauschiges habt ihr noch nie in eurem ganzen Leben berührt. Und tatsächlich, bei allen Winterjacken, die ich jemals hatte, hat mich
nicht auch nur eine einzige davon warm gehalten. Und egal bei welchen Temperaturen, diese Jacke hält mich warm. Ist natürlich Kunstfell, steht auch extra nochmal auf dem Etikett drauf. Und die ist einfach so groß und bequem und kuschelig und flauschig. Und ich liebe sie. Hat auch einen Reißverschluss. Kann man also schön hoch zumachen. Und ja. Also wenn eine Jacke euch warm halten soll, wenn ihr, keine Ahnung, Ausflug zum Nordpol macht oder so, dann nutze ich diese Jacke, denn die hält wirklich, wirklich warm. Und diese Jacke hat zum Zeitpunkt des Bestellens 38 Euro gekostet und ist ihr Geld allemal wert. Dann habe ich mir noch dieses Top bestellt, hat 5 Euro gekostet, ist auch ein Crop Top und ja, ihr wisst sicherlich schon, warum ich das unbedingt mitbestellen musste. Es sind halt einfach Dinos drauf. Und Dinos sind super. Und bunte Dinos sind noch besser. Und Dinos sind einfach spitze. Das Top ist auch so gängig, dass es hier unten so ein bisschen wellig ist und hier oben so ein bisschen wellig. Hat auch wieder super dünne Träger, was ich super cool finde. Ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil diese Träger halt sehr weit außen sind. Ich bin halt gewohnt, dass Träger irgendwie hier anfangen, aber die sind halt dann hier. Ja, und es ist auch so geschnitten, dass es hier einfach so ballonartig so ein bisschen auseinander geht, was ein sehr schönes Dekolleté macht. Und das ist auch so ein Leggings-Stoff irgendwie, also so richtig hautanliegend und gar nicht unbequem oder so, sondern passt sich einfach echt richtig gut der Figur an. So, dann habe ich mir auch noch was richtig Schönes geholt und zwar ein Pulloverkleid. Das ist weiß und auch so, ja, so richtig Strickstoff. Auf jeden Fall richtig weich und edel und kratzt auch überhaupt nicht mit Rollkragen. Ja, die Ärmel sind total schön. Das Kleid geht so ungefähr bis zu den Knien, kurz über die Knie. Also ich bin 1,64 groß, ungefähr bis zu den Knien, kurz über die Knie. Genau. Und ist auch mega bequem. Ich ziehe den jetzt nicht an, weil ich den schon auf Arbeit an hatte und damit Haare geschnitten habe. Und da sind überall Haare dran. Und ich habe den noch nicht gewaschen, weil Weißwäsche bei mir nicht so schnell voll wird. Wir tragen halt hauptsächlich schwarz. Und hat bei der Bestellung 14,99 € gekostet. Jetzt habe ich nur noch zwei Sachen, die ich euch zeigen will. Und zwar habe ich mir noch eine Kette und ein Accessoire geholt. Und zwar das Accessoire, also das habe ich auch immer auf Tumblr gesehen und so, das brauchte ich einfach. Das kann man sich, wenn man sich hinten so einen Zopf macht, kann man sich dann so reinstecken. Und dann hat man quasi so einen Mond und einen hübschen Stein unten dran. Das hat 3 Euro gekostet. Und dann habe ich auch noch eine wunderschöne Halskette. Die ist auch mit so einem Mond und einem hübschen Stein und so dreilagig und die finde ich aber gerade nicht. Deswegen blende ich euch hier einfach mal ein Bild davon ein. Die hat auch 3 Euro gekostet und ist wunderschön, aber ja, wie gesagt, ich kann sie euch jetzt nicht an mir zeigen, weil ich sie gerade nicht finde. Genau, und das war es eigentlich schon mit meinem Shein-Haul. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert doch mal, welches davon ihr am schönsten fandet, welches ihr euch eventuell auch bestellen würdet. Und ob ihr schon mal bei Shein bestellt habt und was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Ich habe persönlich eigentlich, außer jetzt bei den Schuhen, fast nur gute Erfahrungen gemacht. Aber wenn ihr das noch nicht macht, dann folgt mir auch gerne auf Instagram. Ist auch alles unten verlinkt. Da probiere ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu posten, mehr Bilder von Make-up und so. Und ab und zu auch mal Reels und alles. Und ja, storymäßig bin ich auf jeden Fall auch relativ aktiv. Genau, also wenn ihr das noch nicht macht, folgt mir da auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Und genau, wir sehen uns. Tschüss. Und abonnieren nicht vergessen.